Lasst uns doch heute zum Sonntag mal über ein sehr aktuelles und zugleich wichtiges Thema reden, und zwar Ressourcen bzw. Geld zu sparen. Den meisten wird es wahrscheinlich beim Einkaufen schon aufgefallen sein, die Sachen sind größtenteils alle teurer geworden. Und für viele stellt sich jetzt die Frage, soll ich auf irgendwas verzichten, soll ich weniger essen, zumal was kann ich überhaupt verändern? Und das hier ist wohl das Einfachste. Das ist ein Grundnahrungsmittel und davon gibt es einige. Diese lassen sich entweder selbst relativ leicht anbauen, dauert es natürlich ein bisschen länger, oder veredelt immer wieder konsumieren. Und was ich eben noch fast vergessen habe zu sagen, man sollte die Kartoffeln im besten Falle immer relativ kühl lagern, also in einem kleinen Kämmerchen wie hier, und auch jetzt nicht unbedingt so stark dem Sonnenlicht ausgesetzt. Dann können die Dinger nämlich grün werden und sind dann somit halt eben giftig. Und falls ihr mal also Kartoffeln haben solltet, die schon viel zu lange da gelagert sind und die fangen an, diese kleinen Sprösschen zu setzen, dann, wenn ihr Glück habt, wenn die noch ganz klein sind, könnt ihr die abmachen und auch noch essen. Aber wenn die schon richtig ausgewachsen sind, dann sind die Kartoffeln, glaube ich, meine ich zumindest, auch nicht mehr unbedingt gesundheitsförderlich. Und dann könnt ihr die in hier so einen Eierkarton reintun. Da soll es dann ein bisschen dunkler drin sein. Ich hatte was draufstehen. Hier ist jetzt noch nicht so viel. Aber da drin sprießen die halt dann richtig los. Und wenn die richtig losgesprossen sind, dann könnt ihr die einpflanzen. Also einfach einen großen Plastikbeutel, damit geht's auch. Das ist so passiert, wenn man sich verspricht. Also ihr könnt sogar rein theoretisch in einem Plastikbeutel Kartoffeln ansetzen oder in einem Plastikbottich oder in einem Blumentopf oder. Auf jeden Fall geht ihr damit dann in die Eigenproduktion von dieser tollen Knolle. Ich höre mich gerade richtig alt an, stehe in einem Kämmerchen neben meinem Staubsauger und erzähle euch irgendwas über Kartoffeln. Das ist neuer Content. Wir haben nur ein Problem und das liegt vielleicht an unserer Zeit, so wie wir aufgewachsen sind. Wir hatten nie so große Katastrophen, durch die wir gehen mussten. Krieg wurde von den meisten von uns noch nie wirklich erlebt. Und bis jetzt haben wir in diesem Land ja auch noch keinen. Zum Glück. Omas und Opas, die könnten euch jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel wichtiges Wissen vermitteln. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was eure Lieblingsrezepte sind mit der Kartoffel. Der große Vorteil ist, wenn man sich immer wieder auf dasselbe Nahrungsmittel konzentriert, innerhalb einer Woche oder einen etwas längeren Zeitraum, dann kann man vorkochen, und zwar meistens für 2 oder sogar gar 3 Tage. Die Kartoffeln, die man für andere Rezepte braucht, die könnt ihr auch vorkochen. Also es muss nicht jeden Tag der Herd angeschmissen werden. Das spart einerseits ziemlich viel Zeit und auf der anderen Seite auch Geld. Kocht auch ruhig größere Portionen und friert etwas ein. Ein leerer Froster verbraucht mehr Energie als ein voller. Und dann kommt es wieder zu einem Problem, was auch mit unserer Zeit wiederum was zu tun hat, unsere Perspektivlosigkeit. Wir haben eine Idee und auch ein wenig Motivation am Anfang, aber das dann durchzuziehen, das ist ziemlich schwierig. Wir nehmen uns also mit voller Motivation unsere Kartoffel und gehen dann in das, was zu uns gehört, das Internet. Um jetzt vielleicht ein wenig Hunger auf die Kartoffel zu wecken, wäre es mit westfälischem Kartoffelsalat, Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen, leckere Kartoffelmöhrensuppe, traditionell spanische Tortilla. Darauf bin ich echt gespannt. Überbackene Kartoffelschiffchen, ja, das ist was anderes, aber das passt zum Thema, Haferflockenkäsebratlinge, deftigen Kartoffelbrokkoli-Auflauf. Und diese Denkweise gibt es ja schon, halt eben vernünftig zu planen und einzukaufen. Einige nennen das Ganze HelloFresh. Ihr macht euch euer eigenes HelloFresh, also ihr macht es euch komplett selbst. Konzentriert euch auf einfache Grundnahrungsmittel, sucht euch Rezepte ganz einfach im Internet raus, die gibt es da kostenfrei. Und dann zieht's durch und vergleicht einfach mal, wie viel gebe ich aus bei einem normalen Einkauf, wo ich beispielsweise auch Fertigprodukte kaufe. Wie hoch ist der Betrag, wenn ich mich konzentriere und wirklich nach Plan einkaufe? Wenn euch das Thema allgemein interessiert, weil mich tut's momentan aus gegebenem Anlass, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich kann auch sehr, sehr gerne einfach meine Rezepte, die ich jetzt die nächste Zeit über verwende, ins Internet stellen, dass ihr euch diese eben da runterladen könnt. Mit Einkaufszettel und drum und dran, esst Haferflocken und seid nett zueinander.